Hallo, schön. Ja, ich habe lange kein Update mehr gemacht. Der Fliesenleger ist jetzt gerade weg. Und da steht jetzt ein Gerät im Badezimmer, was alles schnell trocknen soll. Und ja, ich zeige euch das jetzt mal, wenn ich die Tür aufbekomme. Also, so sieht es jetzt erstmal bei uns hier aus. Ich glaube, das sieht man gar nicht so gut, ne? Ich mache eventuell mal Blitzlicht ein. Guckt mal, wie dreckig der Boden ist und wie staubig. Hier, ich habe mich hier ein bisschen ausgebreitet, weil wir ja kein Badezimmer haben. Guck mal. Das habe ich vor 2 Tagen sauber gemacht. Mein Föhn ist total, ja. Und da dürft ihr das Geräusch jetzt auch schon hören. Das Ding steht jetzt da drin. Ach so, wollte ich euch zeigen. Hier. Ja, hier ist natürlich auch alles total dreckig. Das haben wir wieder verbannt. Auf diese Toilette werden wir definitiv nicht gehen. Weil das wollen wir nicht. Das könnt ihr wieder mitnehmen und vorbei ist. Ich werde hier gleich auf jeden Fall mal über den Flur putzen, weil das ist einfach nur bäh. Bevor es ins Badezimmer geht, muss ich mich dezent aufregen. Ich habe gerade Wäsche aufgehangen. Das ist mein. Meine Tochter, was heißt Wäsche aufgehängt? Ich habe Wäsche aus der Maschine geholt. Meine Tochter hat ein Tempo in der Hosentasche. Boah, ist das zum Kotzen. Alles voll, hey. So ein Scheiß. So, ich versuche jetzt die Türe hier mal zu öffnen, weil ich noch gar nicht weiß, ob ich die aufbekomme. Wegen. So eine Scheiße, ich kriege die Tür nicht weiter auf, Leute. Wie man hört, es ist laut. Das ist das Teil da. Das ist der Kasten von der Toilette. Das hat er ummantelt. Und es ist schon mal alles verputzt. Seht ihr das? Sehr schön, oder? Da oben, das wird auch noch alles neu gemacht. Ja, ich hoffe, man sieht es. Das ist also aktuell Stand der Dinge des Badezimmers. Und ich finde, es sieht jetzt auch nicht mal so klein aus. Es sieht jetzt besser aus. Aber guck mal, wie dreckig das alles ist. Bam! So. So, bevor ich meine kleine Maus gleich vom Kindergarten abhole, habe ich jetzt gerade mal hier so Feuchtdurchgewischt, so gut wie es ging. Und wie man sieht, ich weiß nicht, ob man das da auf diesem Boden sieht, der ist auch total dreckig vom Rein- und Raustragen. Der werde ich jetzt auch mal durchwischen. Sieht schon ein bisschen angenehmer aus. Einige werden jetzt bestimmt sagen, warum putzt du denn? Es wird noch genug Dreck gemacht, ja. Aber den Dreck, den schleppen wir uns ja einfach überall mit hin, ne? Einfach nur ekelhaft. So, ich habe gerade meine kleine Maus aus dem Kindergarten abgeholt. Hier bin ich, Kuckuck. Ja, deswegen halte ich das Handy auch so rum. Wir gehen jetzt nach Hause. Dann verbringen wir noch ein bisschen Zeit miteinander. Und dann muss ich auch schon arbeiten. Ich muss heute arbeiten. An einem Dienstag. Der Hubi aber auch. Weil Donnerstag St. Martinszug ist. Und da haben wir uns nämlich freigenommen. Ne, Maus? Ja. Oma kommt auch. Da wollen wir nämlich dabei sein. Die Tante Dani und der Onkel Bernd auch. Ja, und das war es dann heute eigentlich auch schon, weil zu Hause wasche ich nur den Tisch ab, räume meine Sachen weg und dann bin ich fertig. Und dann muss ich gleich noch zur Arbeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag und wir hören uns. Tschüss!